Und damit recht herzlich willkommen zurück zum Fernbus-Simulator hier bei Nordrhein-TV Play mit mir, dem Zinges. Ja, hier sind wir wieder. Ich würde euch jetzt gerne eine neue Mod-Map vorstellen, aber es gibt leider keine. Im Steam-Workshop gibt es keine modifizierten Maps. Finde ich schade. Ja, wie gesagt, ich hätte euch jetzt gerne noch eine vorgestellt. In der letzten Folge hatte ich euch ja schon eine gezeigt, aber dazu wird es jetzt leider nicht kommen. Deswegen machen wir jetzt ganz normal weiter. Halt, wir gucken nochmal kurz in die Nachrichten. Allerdings ist da jetzt nichts Neues dabei. Wir spielen in der Version 1.14.128 und 2x0. Und ich würde sagen, wir starten jetzt das Spiel. Wenn es geladen hat. Eventuell. Das ist ja immer eine Frage, ne? Also es dauert ja mal ein bisschen, ne? Und es dauert. Es dauert lange. Ah, okay. So. Ja, nee, freie Fahrt lassen wir mal weg. Also, ja. Also wir können jetzt auch einfach mal die Karte erkunden. Aber ich weiß nicht, lieber Karriere. Lieber Karriere, ich weiß, wir haben jetzt nur ganz begrenzt hier Streckennetz, weil unser Spielstand war ja auf einmal weg. Aber ich würde sagen, wir fahren da weiter. Habe ich das denn wenigstens abgespeichert? Ja. Dann laden wir einfach mal den letzten Speicherstand. So, jetzt weiß ich, haben wir wieder 2 Minuten verplempert dafür, einfach mal das Spiel zu laden. Aber naja. C'est la vie. Nein, Quatsch. So. Hängen wir hinten dran. ich finde aber gerade ganz interessant, dass ich das so quasi aufhängt hier. Das war bis jetzt, glaube ich, nicht so krass. Das dauert ja echt lange. Also ich meine, gut, das Laden selber vom Spiel, das hat immer lange gedauert, aber also der Screen, vielleicht ist der ja jetzt kürzer, das würde mich mal interessieren. Ich habe den Fernbus-Simulator jetzt schon tatsächlich länger nicht mehr gestartet. Aber ich bin gerade echt irritiert. Warum dauert das nach dem Klicken direkt so lange? Hm, komisch. So, ja. Fernbus-Simulator, was erwarte ich? Ich erwarte tatsächlich Mod-Strecken und ich erwarte den Map-Editor. Weil ich glaube, dann wird es echt lustig, weil ich glaube, dass viele einfach sehr gute Ideen haben und wenn der Map-Editor einiges zu bieten hat, dann kann es losgehen. Erstmal möchte ich auch ein bisschen, dazu nutze ich jetzt einfach die Zeit hier, möchte ich ein bisschen über das Feedback zu der Strecke quatschen, weil einige hatten eben gesagt, ja, ist ja total unrealistisch. Ja, die Strecke war echt nicht schön, also die von Sim UK, aber man muss sagen, es war eine Teststrecke und man weiß einfach nicht, wie weit ist der Map-Editor eigentlich zu diesem Zeitpunkt gewesen. Also es kann wirklich sein, dass einfach alles sehr eingeschränkt war, also dass man zwar das Terrain ein bisschen formen konnte, was man ja gesehen hat, also da waren ja wahnsinnige Steigungen drin, das war ja wirklich teilweise ein bisschen unrealistisch. Und zum Beispiel, es gab ja keine Brücken. Es gab zwar dieses tolle Autobahnkreuz, aber da war ja einfach nur eine Straße über eine Schlucht gelegt und das war eine Brücke. Also da war überhaupt keine... Uah, Glocken. Überhaupt keine Glocken. Hörst du die Glocken läuten? So, wir müssen auf jeden Fall mal hier den Bus mal anmachen. So sieht das doch schon besser aus. Jetzt können wir ganz kurz hier alles einstellen. Hier ist, glaube ich, schon fast alles eingestellt. Wir machen das mal an. Hallo. Hallo. Fahrgastmonitor ein. Zusatzbatterie ist mir sowas von dreidegal. Gucken wir, was wir hier. Hier können wir ja nichts machen. Dann können wir hier noch ein bisschen. Ja, wir haben die Fanfare wieder eingestellt. Licht können wir mal kurz. Kein Fernlicht oder so. Ja. Ich würde sagen, haben wir soweit alles. Machen wir die Frontscheibenheizung ein. Die Spiegelheizung lassen wir auch mal drin. Und dann haben wir es soweit. Ah, wir sind noch im Holland.
Repaint unterwegs. Ich wollte eigentlich jetzt mal ein anderes Repaint drauf packen, aber naja. Und da hinten steht jemand im, ein Bus im Italien Repaint. Sehr schön. So, jetzt erstmal sollten wir auf jeden Fall die Türen öffnen. Und vielleicht mal aussteigen. Damit die Fahrgäste auch ihr Gepäck absetzen können. Ui, da ist schon einiges drin. Und dann checken wir mal ein. Alter, wir haben wieder einen Zwerg dabei. Hallo, Frau. Das war aber nicht der Zwerg, den ich jetzt angeklickt habe. So, nach Stuttgart. Jetzt muss ich erstmal kurz auf die Route gucken. Was? Nee, Quatsch. Alte Stellen, wir fahren nach Stuttgart. Genau, jetzt Stuttgart ist der nächste Halt. Also ja, komm hier, mach. Dankeschön. Ich will den Zwerg anklicken. Hallo, ist das gut? Das ist auch nicht der Zwerg. Nein, nach Dresden fahren wir nicht. Keine Sorge, ich komme schon. Guten Tag, ich würde gerne ein Ticket kaufen. Ist das jetzt der Zwerg? Nein, das ist nicht der Zwerg. Wieso haben wir einen Zwerg hier? So, erstmal, Stuttgart. So. Kein Problem mit, Ich nehme dann den nächsten Bus. Ja, was ist denn mit denen hier los? Das sieht irgendwie komisch aus. Moin. Hat die gerade Moin gesagt? Grüezi, bin ich hier richtig? Der kam wieder aus dem Nichts rausgeplöppt. Cool. Ciao, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Auf geht's. Ciao. Ach, das ist echt immer wieder eine helle Freude hier. Der ist erleuchtet. Oh, jetzt ist er weg. Mahlzeit, bin ich hier ja, richtig. Ja, Mahlzeit. Dankeschön. Wie viel Uhr haben wir eigentlich hier? Hier, mein Ticket. Ja, ja, ist ja gut. Ciao, wollen Sie in meine Raum? Ja, ja, ja. Mahlzeit, könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen machen? Aber sicher das. So, Stuttgart. Da. Dankeschön. So, noch jemand ohne Fahrschein? Nö, passt doch. Können wir die Luken wieder zumachen. Also, hier sehen wir auch mal ein bisschen den neuen Charakter. So sieht er aus. Geschwellte Brust. Glänzendes Haar. Das glänzt echt. Boah, so sieht's golden aus. Alter, was ist mit dem Haar los? Was hat der? Ah, der sich Blattgold da reingeschmiert, unser Busfahrer. Man weiß es nicht. Vielleicht möchte man es auch gar nicht wissen. Aber egal. Wir schließen auf jeden Fall jetzt mal hier die Türen. Am besten nicht bevor wir reingehen. Und setzen uns mal kurz hin. Und jetzt gucken wir erstmal, wann wir eigentlich losfahren. Abfahrt haben wir um 22.18 Uhr. Das heißt, wir können sofort die Fahrt starten. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Und dann würde ich sagen, Gang rein, Handbremse lösen, Blinker setzen. Und Abfahrt. Und jetzt natürlich, haben wir schon mal ab und zu mal gemacht, hallo, aber länger nicht mehr. Herzlich willkommen, die Ansage. Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. So, das reicht jetzt aber auch von der Ansage, weil mehr muss, glaube ich, nicht drin sein. So, Vorfahrt achten, müssen wir natürlich drauf aufpassen. Ich habe, glaube ich, gerade wieder Nummernschilder gesehen in der Luft. Es liegt der Geruch von Erfurter Nummernschildern in der Luft. Wie kann das sein? Da! Rechts waren wieder Nummernschilder. So, jetzt müssen wir erstmal hier gucken kurz. Rechts kommt nichts. Beziehungsweise rechts kommt was. Aber wir müssen ja geradeaus hier. Fahren wir mal durch. Da! Erfurter Kennzeichen. Sie schweben wieder. Ich glaube, sie wurden wieder heilig gesprochen. Vor allem jetzt in unterschiedlichen Höhen. Habt ihr gesehen? Also, was für ein Fahrzeug hat so eine Höhe vom Kennzeichen? Echt lustig. Also, es ist mir echt ein Rätsel, wie diese Kennzeichen da hinkommen. Vor allem, es sind nur Erfurter Kennzeichen. Wir sind gerade in Konstanz. Es ist mir wirklich ein Mysterium. Naja, wir fahren mal weiter.
Genauso wie die Lichter. Das hatte ich auch in der Folge gesagt. Einer hatte eine sehr gute Erklärung dafür. Und zwar, dass das die Lichter von hinten sind. Also die Leselampen. Aber das kann natürlich nicht sein, weil die sich bewegen. Ansonsten wäre das eine echt gute Erklärung. Das finde ich super. So. Wir können, glaube ich, allmählich mal das Licht da oben ausmachen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, auf welcher Taste war denn das Licht jetzt. Wo finde ich das WLAN-Passwort? Psst. Wo war denn jetzt das Licht? Egal. Lassen wir das Licht mal an. Müssen wir mit klarkommen. Wir haben jetzt gerade 22.33 Uhr, also sollten wir das Licht vielleicht doch mal ausmachen. Aber erst, wenn wir kurz zum Stillstand gekommen sind. Was jetzt der Fall ist. Ach, die Ampeln, ich liebe sie. So, jetzt machen wir kurz hier aus. Leselampen sind an. Dann können nämlich diejenigen schlafen, die schlafen wollen. Diejenigen lesen, die lesen wollen. Das ist doch ein schöner Kompromiss, oder? So, da sitzt jemand, natürlich am Handy. Meine Güte, immer diese jungen Leute, nur am Handy. Ach. Wobei, mir fällt auch manchmal auf, wie viel man so am Handy sitzt. Das ist echt lustig. Teilweise finde ich so, dass man jetzt nicht Entzugserscheinungen hat wirklich, aber schönes Beispiel. Also immer wenn ich irgendwo jetzt zum Beispiel einen Zug verlasse oder so, dann gucke ich einmal kurz auf den Platz und dann taste ich meine Hose kurz ab, nämlich linke Tasche, Handy ist drin, rechte Tasche, Portemonnaie ist drin und dann hinten Schlüssel und sonstiger Kleinkram. Ne? Also das ist immer so meine... Wir sind falsch abgebogen. Naja, das ist so meine Routine, sage ich mal. Und wenn da zum Beispiel kein Handy ist, dann ist das echt irritierend, finde ich. Oh ne, wir müssen wenden. Ne, wie machen wir das denn jetzt? Über die Tankstelle. Ah, da kommt was. Ich weiß nicht, warum sich die Kamera gerade nur so ganz langsam bewegt. Achso, dann kann ich direkt mal die Grafikeinstellungen zeigen, die aktuellen. Und da ist alles bis auf die Sichtweite eigentlich auf maximal. Ja. Also ich habe gerade gemerkt, es ist ein bisschen... Manchmal ruckelt es so ein ganz kleines bisschen. Aber okay, ich möchte nur mal kurz gucken. Lenkkamera. Kann man nicht hier die Sensibilität einstellen? Aha. Vertikal ist mir relativ egal. Machen wir mal horizontal. Die ein bisschen höher. Gucken wir, ob das was gebracht hat. Nee, nur mit der Maus. Egal. Müssen wir eigentlich mal tanken? Ich glaube, ich habe noch nie hier getankt. Wo sehe ich denn hier die Tankanzeige? Keine Ahnung, wo die Tankanzeige ist. Egal, tanken wir mal kurz. Soll das so sein? Dass wir an der Tankstelle fahren. Oh, ich glaube, wir nehmen da schon einiges mit dem Spiegel. Hier ist wieder ein Erfurter Kennzeichen. So, wie läuft das jetzt nochmal mit dem Tanken ab? Egal, ich glaube, wir müssen nicht tanken. Komm, lassen wir das Tanken sein. Oder zur Feier des Tages, komm, tanken wir mal kurz. Machen wir mal voll die Kiste. Dann sehen wir auch mal, wie viel Liter der packt. Der Preis ist übrigens ziemlich realistisch, ne? Ja. Entschuldigung, wo sind wir hier eigentlich? An der Tankstelle. Kannst du gerne einen Snickers holen oder sowas. Ne, Snickers hat Nüsse. So, 630 Liter. Damit kommt man weit, würde ich sagen. Ne? Wir starten auf jeden Fall jetzt wieder den Motor. Und
fahren bis zur Endhaltestelle. Eieiei, was ist das denn für eine Stufe hier? Ah, jetzt gleich gibt's einen Rums. Ah. Können wir nicht den Bus noch ein bisschen hochfahren? Eieiei. Bams. Das war echt eine hohe Bordsteinkante. Sehr, sehr unschön. So. Ja, endlich raus aus Konstanz. Das war jetzt doch irgendwie wieder alles ein bisschen chaotischer, als ich dachte. Aber, naja. Chaotisch ist besser als langweilig vielleicht. Oh Gott. Naja, ich würde sagen, wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss, euer Zengis.